Und wir bereiten heute einen Schweinekrustenbraten rustikal in Bockbiersoße und Majoran-Kartoffeln zu. Hier haben wir unsere Schweineunterschale. Die Schweineunterschale mit Schwarte hält das Ganze auch saftig und wir bekommen eine schöne ordentliche Kruste. Alternativ bietet sich dafür auch ein Nacken an. Allerdings haben wir da keine Schwarte. Das heißt, es wird kein Krustenbraten. Als erstes schneiden wir uns die Schwarte ein, ruhig etwas ins Fleisch. Da können dann die Gewürze ins Fleisch gehen, beziehungsweise die Marinade. Das empfiehlt sich ein scharfes Messer. Die Schwarte ist meist sehr störrisch. Das Ganze wird jetzt erstmal gesalzen und gepfeffert. Das habe ich schon mal vorbereitet. Salz-Pfeffer-Mischung. Und damit salzen wir schon erstmal die eingeschnittenen Schwarte mit dem Fleisch. Man kann das durchaus ein bisschen reinreiben. Dann zieht das schön ein nachher beim Braten. So, das Ganze drehen wir. Es empfiehlt sich immer, das Ganze ein bisschen anzudrücken bzw. einzumassieren ins Fleisch. Macht die Sache schön würzig. So, das wäre Salz, Pfeffer. Wir bereiten uns jetzt noch eine kleine Marinade zu, zum Einreiben von dem Schweinebraten. Für die Marinade benötigen wir Tomatenmark, darf ruhig etwas üppig sein. Senf als Geschmacksträger. Macht die Sache auch sehr rustikal. Dann haben wir hier Kümmel. Regt die Verdauung an. Und ist zugleich ein kräftiges Gewürz. Dann etwas Rosmarin. Gibt der ganzen Sache eine etwas besondere Note. Salz, Pfeffer. Und das Ganze wird jetzt verrührt. So eine kleine Marinadenmasse. Und damit reiben wir jetzt unsere Schweineunterschale ein. Ich würde die gern teilen. Das ist ein schnellerer Garvorgang. Und aufgrund der größeren Fläche zieht die Marinade dann auch schön ins Fleisch ein. Das Ganze auch wieder wie vorhin beim Salzen pfeffern. Schön in den Braten eindrücken. Unterseite. Es gibt einen richtig guten Geschmack und es ist vor allen Dingen durch den Senf auch förderlich für die Kruste. So, das lassen wir jetzt 1 bis 2 Stunden ziehen. Dann hat die Marinade die Chance, etwas ins Fleisch einzuziehen. Und dann braten wir das an. Zum Anbraten nehmen wir ganz normales Pflanzenöl. Es darf ruhig etwas üppiger sein. Warten, bis es heiß ist. Das geht bei uns recht schnell. Dann nehmen wir unseren Schweinebraten und braten ihn zuerst mit der Schwarte an. Das Ganze lassen wir jetzt eine kleine Weile braten. Dauert so um 5-6 Minuten. Danach wenden wir den Schweinebraten und schauen, ob die Kruste schon knackig ist und braten den dann von der anderen Seite wieder an. Sieht sehr gut aus. Dann können wir den Schweinebraten wenden und braten den von der anderen Seite auch nochmal an. Beschleunigt dann auch den Garvorgang im Backofen bzw. im Bräter, wie Sie das gerne zu Hause möchten. Nachdem der Braten ganz gut gebräunt ist, ringsrum, nehmen wir den in so einen Backofeneinsatz. Das sieht zu Hause sicherlich ein Blech. Oder ein Bräter. Und wir füllen das Ganze schon mal an mit einem Bratenfond.
Den haben wir immer da. Für Sie zu Hause tut es zur Not auch eine Brühe. Auch über die Kruste. Dann wird die nachher richtig schön knackig. So. Das kommt jetzt für ca. 150 Grad. Für Sie zu Hause Umluft in den Backofen und braucht dort ungefähr eine anderthalbe Stunde. Wir schauen zwischendurch mal rein und jetzt ab in den Ofen. Anderthalb Stunden ist vorbei. Sehr lecker aus. So, wie Sie sehen, es entsteht wieder Bratenfond. Den füllen wir uns ab und ziehen uns daraus dann die Soße. Machen wir uns erstmal wieder ein bisschen Öl heiß. Und braten darin unser Wurzelgemüse an. Etwas gröber geschnitten. Möhre. Da haben wir Sellerie. Und der Geschmacksträger Zwiebel. Das braten wir jetzt an, dass der Geschmack rauskommt. Der gibt der Soße dann noch diese würzige Note. Zu unserem angeschwenkten Gemüse kommt jetzt frischer geschnittener Knoblauch, so eine kleine Zehe. Rosmarin, den schwitzen wir mit an, dann kommt ein bisschen mehr Geschmack raus. Kümmel kann man alternativ gemahlen nehmen, man kann ihn auch weglassen, aber wie gesagt, gut für die Verdauung, gerade bei solchen rustikalen Gerichten darf das nicht fehlen. Alles nochmal durchgeschwitzt, dann verfahren wir weiter, wir nehmen das Tomatenmark. Und den Senf. Das nochmal etwas mit angeröstet. Das Tomatenmark gibt der Sache dann auch die nötige Farbe. Durch die Süße im Tomatenmark wird das Ganze dann auch durchgängiger auf der Zunge. Das Ganze löschen wir jetzt ab mit unserem Meißner Schwerterbräu Maibockbier. Alternativ empfiehlt sich auch jedes andere dunkle Bier. Es sollte ein kräftiges Bier sein. Und es gibt der Soße einen richtig schönen, rustikalen Geschmack. Das lassen wir jetzt ein bisschen einköcheln. Dann kocht auch der Alkoholgehalt raus. Und das Ganze wird dann aufgefüllt mit unserem Bratenfond. Salz, Pfeffer natürlich. Und das Ganze wird jetzt eingekocht und darin das Gemüse gar gezogen. Für unsere Majoran-Schwenkkartoffeln benötigen wir eine Pfanne und Butter. Darf etwas üppiger sein. Die lassen wir jetzt schmelzen. Eine Portion Kartoffeln, am besten geviertelt. Die schwenken wir in diese Pfanne an. Schon etwas Salz. Und dazu geben wir jetzt unseren frischen Majoran. Alternativ auch gerebelt, wie Sie ihn bekommen. Die schwenken wir jetzt nur noch kurz durch. Und fertig werden unsere Majoran-Kartoffeln. Wir schneiden uns in diesen Schweinebraten zwei schöne Scheiben runter. Erstmal die Ecke, die legen wir beiseite. Schön mit der Kruste noch dann. So.
Ja, wir nehmen uns diese wunderbar rustikalen Scheiben Schweinebraten, platzieren die. Dann nehmen wir unsere Majoran-Kartoffeln. Richten wir einfach ein bisschen ringsrum an. Die Soße ist quasi der Beilagenersatz. Wir haben das Gemüse noch drin. Das geben wir jetzt einfach mittig über den Teller. Das Ganze wird dann noch nett ausdekoriert. Ich habe dafür etwas Lollo Rosso, eine geschnittene Tomatenscheibe und ein Sträußchen Rosmarin. Und fertig wäre unser Schweinebraten rustikal in Bockbiersoße und Majoran-Schwenkkartoffeln. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Euer Thomas Neumann. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.